Alles klar. Wollt's nur mal wissen. Wollt's nur mal wissen. Ja, komm. Bleib bei dem. Dass der uns nicht gehört hat. Strange. Aber hier müsste doch eigentlich auch irgendwas Interessantes drauf sein auf der Insel. Dorfruinen. Ja, da ist bestimmt irgendwo ein Grog. Abgesehen von diesem Freak da. Ist hier bestimmt irgendwo ein Grog. Es kann ich mir nicht vorstellen, dass man auf so einer Insel keinen von diesen 900 dämlichen Grogs platziert. Was meiner Meinung nach viel zu übertrieben ist, aber na gut. Klar, jetzt kann man sagen, die Welt ist groß, aber nee. Kenn ich das? Anscheinend nicht. Oh, ich sollte auch das Modul wechseln. Ja, ich kenne es gar nicht, tatsächlich. Cool. Saven. Dann nehmen wir das gleich mal mit. Die verrostete, also die Info über die verrostete Hellebarde. Für mich persönlich zählt tatsächlich dieses Infobuch da, dieses Logbuch da mit den, wenn man es abfotografiert, eher zu den 100% als die 900 dämlichen Crocs. Bin ich ganz ehrlich, für meine persönlichen 100% würde das mehr zählen, weil es deutlich machbarer ist und nicht einfach denselben Schmarrn doppelt und dreifach überall. Naja. Was haben wir hier noch? Checkt er gar nicht. Muss ich von einem anderen Winkel draufhalten. Ah, okay. Verrostetes Schwert, das kennen wir schon. Okay. Das da hinten sieht interessant aus. Was ist denn das? Hä? Also ich war da in der Nähe schon mal, aber das Gebilde da ist mir neu. Na gut, da ist noch ein Schrein. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal wieder Richtung Schrein. Ich meine, das ist ja zum Schrein. Und zum Schrein will jetzt auch Link. Was läuft denn da rum? Ist das wieder ein Grog? In dem Dorf habe ich ja jetzt keinen gefunden und mit dem Pyromagus wollte ich mich auch nicht unbedingt anlegen. Düst doch immer seine Bahnen hier. So. Einfach den Weg abschneiden und gut ist. Dann ist alles chillig und der Kopf bleibt hier stehen und ja. Mitten in den Gegnern. Denkt sich, wo habe ich mich nur da drauf ein worauf habe ich mich nur eingelassen? Was soll das? Und ich denke mir, nicht mein Problem. Sieh zu, wie du hier überlebst. Gibt es sowas wie Rindfleisch? Werden die aggressiv, wenn ich sie anschieße? Nö, sie hauen ab. Ein Glück. Okay. Wollt's nur mal wissen. Wollt's nur mal ausgetestet haben, weil die Rinder habe ich auch noch nie angeschossen. Das sind auch noch mal Türme. Schreien in der Nähe, ja. Das verwundert mich jetzt irgendwie, dass da ein Schrein ist, wenn ich den schon mit eigenen Augen gesehen habe. Ja, aber der Schreinradar ist schon genial gemacht. Hi. Schön, dass der Rote mich nicht checkt. Ja. Hi! Überraschung! Einmal runtergebarzt. Zweimal runtergebarzt. Hihihi. Oh. Ihr müsst schon hochkommen, wenn ihr was von mir wollt. So, jetzt komme ich zu euch. Runter. So. Oh Mann, das sind ja voll viele. Was geht denn mit euch ab? Au! Das ist nicht sehr nett. Meine Güte. Lass das, ich hasse das.
So. Oh, jetzt gibt's wieder ordentlich Mats, das ist das Schöne. Und, oh, Pfeile. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Also anscheinend kenne ich die schon alle. Oh, da sind auch nochmal Mats. Stachelbockbogen. Ist anscheinend besser als der, den ich habe. Okay. Den können wir auf jeden Fall mal wegwerfen. Und den hier auch. Nimm das Ding mal mit. Und gleich noch einen. So. Ich meine, warum auch nicht? Hier muss doch irgendwas sein. Irgendwie. Genau, eine Truhe. Lass mich raten, Rubine? Oh, eine Hellborde. Okay. Lass ich mal da drin. Ich glaube auch, dass ich die schon kenne. Und wenn nicht, dann gucken wir halt nochmal. Von wo kam ich denn jetzt dann? Also ich meine, das wird schon dieser Schrein gewesen sein, den ich da gesehen habe, aber... Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die mir hinterher schwimmen würden oder mich irgendwie auf mich schießen oder so, aber... Ach, die werfen Steine, okay. Also wie bei Assassin's Creed. Die Wachen, wenn man einen Turm raufklettert. Oh, ich kann nicht hinterher klettern, dann werfe ich halt Steine auf dich. Ja, okay. Was zum... Willst du mich verarschen? Gibt's da wieder so einen runden Weg oder muss man da reinfliegen? Ich meine, hätte ich auch kein Problem mit. Ich meine, abfackeln will ich es jetzt nicht unbedingt. Ich will mir die Flammenpfeile sparen. Aber ich glaube, rauffliegen könnte ich da jetzt auch nicht unbedingt. Ah, wird mir wohl keine Wahl bleiben, als das abzufackeln. Ja. Burn. So, ein schönes Feuerchen. Dankeschön. Ist auch ein schöner Aufwind. Hier beim Semrad-Schrein. Na gut, einfach mal rein da und dann schauen, ob es hier auch wieder ein schönes Rätselchen für uns gibt. Graskisten und Gegenstände aus Holz fangen Feuer, okay. Das habe ich bemerkt. Und das ist auch schön gemacht. Der richtige Zeitpunkt. Das klingt nach Timing. Und hier ist Wasser unten. Das heißt tendenziell ein Fall für dieses Eismodul da. Aber ich muss mich erstmal hier umschauen, wo es sinnvoll ist überhaupt. Okay. Das ist auf jeden Fall... Aha. Deswegen. Okay. Und wo ich auch nicht sicher bin, ob das anfangs ging, wenn ich jetzt ziehe, kann ich hier einfach... Unter mir. Weiß ich nicht, ob das früher ging. Oder ob sie das reingepatcht haben. Also ist auf jeden Fall sehr praktisch und angenehm. Das muss man schon sagen. Opal. Opal, Opal. Okay, aber... Ach, ich kann ja was drehen. Okay. Ein Laser. Oder was drehe ich hier jetzt Schönes? Ja, ich drehe einen Laser. Oh, oh. Oh, oh, ich, versteck mich dann mal. Ah, der geht über mich drüber, okay. Aha. Was hat das jetzt mit dem richtigen Zeitpunkt zu tun? Also ich meine, klar, gut, die Truhe ist jetzt überschwemmt, aber ich hätte ja zur Not auch nochmal wie heißt es, die mit dem Magnetmodul raushiefen können und dann oben öffnen können, weil die wirkte Metallen. War sie wahrscheinlich auch, weil Holz hätte besser vielleicht geschwommen, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber
Ah, okay. Passt immer gut. Kann ich hier. Oh. Oh. Nee, 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 nee. Ach so. Okay. Ich check's. Glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich. Kann ich das hier mit dem Magnetmodul? Ah, doch, geht sogar. Okay. Ich dachte jetzt, weil es das perfekte Dingens heißt, ne? Dass ich da dann das wieder deaktivieren muss, das Wasser, und dann schnell hier rüber und oh. Okay, muss ich vielleicht doch. Ist der jetzt hier richtig? Ich glaube ja. Ja, er bleibt an der Kante hin. Okay. Okay. Das kann ich. Ja, gut, dann. Kann ich den Drehenden da. Kann ich den dann vielleicht. So ein bisschen. Mit dem. Frostmodul. Nicht Frostmodul. Stasismodul. Kann ich den damit. Ja, kann ich. Kann ich. Das ist gut. Das ist gut. Erstmal schaue ich mal, dass ich rüberkomme, weil da wird die Tür aufgehen. Nein! Okay, ich hätte früher losschwimmen müssen. Ja, das bringt mir jetzt nichts. Danke. Also nochmal drehen. Was ist eigentlich das einfach durchdrehen? Geht das dann einfach gleich wieder aktiv oder? Ach so, oh. Okay, das zieht auch noch Ausdauer. Also durchdrehen war vielleicht keine so gute Idee, aber ich habe ja zum Glück ordentlich Ausdauer. Komm schon. Ja. Oh Mann, ey. Das ist ja. Aber mit richtigem Zeitpunkt hat das wenig zu tun. Richtiger Zeitpunkt würde für mich Timing heißen und nicht einfach so schnell wie möglich. Also, ich glaube, da ist vielleicht so ein bisschen was bei der Übersetzung schiefgegangen. Ich bin mir da aber nicht so zu 100% sicher. Oh. Was soll denn daran kommen? Das ist ja spannend. Okay. Weil so hoch geht ja die Dingens nicht, das Wasser, oder? Es geht ja nur bis hier, also würde mir das Wasser hier oben auch nichts bringen. Hä? Aber wieso kann ich dann hier nach hier unten? Hm? Wie jetzt? Okay, irgendwas checke ich hier gerade noch nicht so ganz. Nur ich weiß nicht was. Da hinten ist auch noch irgendwas mit einem Gitter. Ich gehe es mal nochmal runter. Schau mir das Ganze mal nochmal an. Aha, da kann man auch hinschwimmen. Das ist interessant, das werde ich mal machen. Ich glaube, man kann da dann auch hinschwimmen. Okay. Ich schaue mir das mal an. Und lass mich einfach mal hier hochtreiben. Flip. Das zieht mir auch gar keine Ausdauer. Ist ja witzig. Okay, man kann hier nicht hochschwimmen. Da drüben bringt mir das auch nichts. Ist ja verrückt.
Aber wieso ist denn auf der einen Seite bitte auch offen? Das finde ich gerade interessant. Oh Mann, dieser Schrein, ey. Ist ja zum Schreien. Ich nehme mal den hier. Du solltest einen ganz normalen Hopser machen, aber egal. So. Vielleicht muss ich das Fass irgendwie mitnehmen, aber... Oh Mann, Moment, 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 Moment. Ich muss das Fass, glaube ich, mit dem Stillstandmodul dann. Oder? Nee. Doch. Doch, das könnte... Ich könnte mich damit jetzt natürlich auch einsperren. Aber... Ich probiere das mal. Ich probiere das mal. Dann brauche ich noch einen Hammer. Ja komm, Hammer. Nicht ständig zurück switchen. Achso, ich kann auch den Schalter einfrieren. Ja, okay, dann nehme ich mal das Fass mit. Ah, okay, okay, okay. Das ist trickreich. Ich glaube, das Fass könnte ich ja auch mit dem Magnet nutzen. Und dann heißt es, ich kann mir theoretisch mit dem Fass hier einfach die Truhe runterschieben. Ich weiß jetzt nicht, ob es so gedacht ist, aber ich glaube, das könnte funktionieren. Nee. Schade. Hätte klappen können. Hatte ich es eigentlich gehofft. Aber... Hä? Ja, ich kann aufs Fass rauf, aber das bringt mir ja auch nichts. Ja, Pfütze. Ich habe mich so ein bisschen eingeschlossen. Sollte das tatsächlich der erste Schrein sein, der mir Probleme bereitet? Ha? Ich meine, ich kann das jetzt auch wieder raus transportieren, aber... Ja, hier, zack. Dann hoffen, dass ich es da hinten drauf bekomme. Wobei, nee, so weit komme ich gar nicht. Ja, fast hätte ich es wieder drauf bekommen. Fast. Hey, fast. Nee, aber... Keine Ahnung. Ich bin hier echt, ich komme hier nicht drauf, wie ich an diese Truhe kommen soll. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da was wisst. Ich meine, ich habe ja dann kein Schreinsymbol, ich kann dann ja nochmal zurückkommen, aber... Ich werde mir das dann in Ruhe nochmal anschauen. Hauptsache, ich habe hier mal dieses Zeichen. Zwei. Okay, fehlen noch weitere zwei. Dann tschüssi. Tschüssikowski sozusagen. Ja. Oh Mann, ey. Brennbare Dinge. Ja, die Tipps sind teilweise echt nett, wenn sie dir, nachdem du durch Fallschaden gestorben bist, dann vor die Füße knallen. Ach, ey, übrigens, es gibt Fallschaden. Solltest vielleicht ein bisschen aufpassen. Wieso ist hier... Ist das euer Ernst? Oh Mann. Machen wir es halt so. Ey! Nicht schießen!